So. Rein prophylaktisch die Waffen ausrüsten. Das letzte Mal, dass wir diese Waffen benutzen werden. Wie gesagt, von Overia werde ich nochmal umrüsten. Jetzt habe ich wieder gedrückt. Es kommt und geht, ne? Es kommt und geht. XP 82. Was erwartet uns jetzt? Dinosaurier? Einmal haben wir ja Dinosaurier, also ein Dinosaurierfossil gefunden. Okay, das ist groß. Sieht auch aus wie so ein Rachni. Nur waren die anderen Rachni ein bisschen kleiner. Also lässt das darauf schließen, dass das eventuell... Ich komme da nicht hin. Halt die Gusch, so. Ziel blockiert. Ich schaffe es nicht. Vielleicht ist das eine Rachni-Königin. Man weiß es nicht. Bevor jetzt irgendeiner irgendwas schreibt, bezüglich Königin oder so, denkt bitte daran, es gucken auch Leute das Let's Play, die es noch nicht kennen oder so. Also das, die Mass Effect-Reihe. Möchte ich nochmal kurz erwähnen. Zur Sicherheit. Entsichert und geladen. Oh, die beiden Mädels sind noch gar nicht da. Ups. Scheiße. Aber sie können auch außer Distanz gut zuschlagen. Oh, hi. Haben die Schilde verloren. Ja, ja, ist ja gut. Dann kriegst du jetzt erstmal hier einen Warp. Ja. Das sind wir Kahoku schuldig. Ja, da liegt der Kahoku. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadeleinstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Es ist Admiral Kahoku. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Wo ich erwähnt habe, dass der Kahoku doch tot sei, es war jetzt kein Spoiler von mir. So, ich habe wirklich gedacht, der wäre... Also ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, von früher. So, ich habe gedacht, jetzt im aktuellen Let's Play, der wäre irgendwie... tot. Keine Ahnung, ich habe irgendwie da was durcheinander gebracht. Ist ja egal. Jetzt haben wir Gewissheit. Cerberus hat ihn anscheinend getötet, irgendwelche Experimente höchstwahrscheinlich an ihm durchgeführt und hat ihn da mit diesem Rachni... Ding, was immer das gewesen sein mag, man weiß es ja nicht, ne? Da eingesperrt. Aber es schien auch kein großer Gegner gewesen zu sein für die Cerberus-Truppen. Weil das Ding war ja relativ schnell tot. Hm. Naja. Stellt sich die Frage, ob die nochmal eine größere Rolle spielen, ne? Also, ist Cerberus und oder die Rachni, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, aufsteigen. Sturmgewehr, erste Hilfe. Erste Hilfe ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ja, komm, ist egal. Massarm haben wir. Boah, Stufe 42 schon, wow. Oh, wir haben noch gar nicht den obersten Balken, okay. Ich hoffe, dass es auf Noveria alles glatt geht, weil abtrünnig ist halt ein bisschen hoch. So. Was kann ich denn hier verbessern bei Elektronik? Überlastung. Na gut, braucht die Lea auch nicht.
Ach, was soll's. Und du kriegst die Dämpfung. Wow. Also wir haben schon einige... Achso, ja, Kategorie 8, genau. Okay. Einige Gegenstände Kategorie 8 mittlerweile. So. Proteanische Pyramide haben wir. Forscherrichtung haben wir, das haben wir. Bleibt noch das Trümmerfeld. Wobei es ja kein Trümmerfeld. Das Trümmerfeld schwebt ja im All. Das ist ja... Das sind halt Trümmer, die da liegen. Quasi. So, ja. Wisst ihr, was das Blöde am Urlaub ist? Dass er irgendwann endet. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz entspannt, weil sonst ist es immer so sonntags nach dem Urlaub, dass ich einfach überhaupt keinen Bock auf den Lauf von den Tag habe. Ich glaube, das hat fast jeder. Aber heute geht's einfach nicht. Also ich freue mich zwar nicht unbedingt auf morgen. Das jetzt nicht, aber... Oh. Ich nehme es gelassen zur Kenntnis, dass morgen Montag ist und ich wieder arbeiten gehen muss. Ich muss ja nicht, aber ich möchte. Ich möchte ja Geld. Aber Geld verdienen möchte ich auch nicht. Am liebsten hätte ich es einfach. Aber das ist halt nicht so leicht umzusetzen. Von daher, ja. Ich habe mich verdrückt. Aber wir haben ja unbegrenzt viele Scheiße. Versuche. Hallo. Was, ey, was ist das denn? Ich drücke wirklich. Sorry. Das muss am Spiel liegen. Das kann ich an mir liegen, ganz ehrlich. Ich verstehe das nicht. Was? Gut, das war verdrückt, gebe ich zu. Ich verstehe es nicht. Bin ich wirklich so übermüdet oder? Das kann nicht sein. Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie gehabt in 4 Durchläufen. Gut, das war jetzt meine Schuld. Das auch. Jetzt werde ich natürlich hektisch, ist klar. Das war jetzt auch meine Schuld. Gut, jetzt kriege ich gar nichts mehr hin. Das ist jetzt wirklich meine Schuld. Jetzt bin ich fertig. Das habe ich jetzt so kaputt gemacht, die ersten 6 Fehlversuche. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie wie wenn... Weiß ich nicht. Ist es irgendwie so, ich drücke die richtige Taste, aber der erkennt es nicht. So hab ich habe irgendwie den Eindruck, das wäre so. Das ist total komisch. Ich drücke die richtige Taste eigentlich auch, wie ich finde, in der richtigen Zeit. Weil, ihr seht ja, wie schnell diese Meldung kommt. Das bedeutet, die Meldung kommt, nachdem ich gedrückt habe. Ich habe aber die richtige Taste gedrückt. Und jetzt habe ich die falsche gedrückt. Das ist total merkwürdig. Deshalb, das war auch mein Fehler. Ich muss echt mal einfach durchlaufen lassen und gucken, wie lange das dauert. Und das war auch mein Fehler. Und das vergleichen damit, wie lange es dauern würde, wenn ich drücke. Gut, das war auch falsch von mir jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal schlimmer wird. Ich verstehe das nicht. Die ganze Kacke. Ich verstehe das nicht. Also wenn es wirklich nicht am Spiel liegt, dann liegt es wirklich daran, dass ich einfach komplett, oh, das war jetzt meine Schuld, komplett übermüdet bin.
Ne, das war auch meine Schuld jetzt. Auch? Das riecht gar nichts mehr hin. Das Problem ist, ich kann ja auch kein Universalgel. Oder vielleicht doch. Ich probiere noch dreimal, dann nehme ich Universalgel. In der Hoffnung, dass es überhaupt funktioniert. Was war auch mein Fehler jetzt? Das zähle ich jetzt nicht dazu. Auch. Ich verstehe es nicht. Ich nehme Universalgel. Ich nehme Universalgel. Das ist mir echt zu doof. Wie gesagt, ich mache da keinen Hehl raus. Ich bin komplett übermüdet. Das ist so. Gebe ich zu, sehe ich ein. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Dann dürfte ich ja theoretisch in dem müden Zustand überhaupt gar kein Spiel spielen. Weil in jedem Spiel, was man spielt, oder fast jedem, werden ja irgendwie Reaktionen einem abverlangt. Und, das ist irgendwie ist das merkwürdig. Und ich habe auch schon durchaus mal Mass Effect auch nachts gespielt. Und, auch wo ich wirklich müde war früher und alles und... So, danke. Was eine Scheiße, echt. Okay, okay. Nichtsdestotrotz. Kehren wir jetzt zum Tagebuch zurück. Servus hat illegale Genforschung betrieben, um eine unbesiegbare Armee zu erschaffen. Sie haben die Leiche Kahokus in einer ihrer Basen gefunden. Jetzt können nur sie diese Gruppe aufhalten. Sie haben eine größere Einrichtung von Servus gefunden. Begeben Sie sich nach Nephoron im Columbia-System. System, Entschuldigung. Des Voyager-Clusters vernichten Sie sie. Alles klar. Und hoffentlich gibt es da nichts zu dechiffrieren. Also. Wenn. Angenommen, das Spiel. Am Spiel liegt es nicht. Angenommen, es wäre, ich würde Scheiße erzählen, indem ich sage, ich drücke die Taste und in dem Moment kommt die Fehlermeldung. Da müssen ja die Faktoren eintreten. Erstens, ich bin an sich einfach langsamer geworden, die ganze Zeit schon. Liegt vielleicht am Alter, keine Ahnung. Und die zweite Sache ist die Müdigkeit. Dass das beides zusammen, aber nein. Kann ich mir nicht vorstellen, ganz ehrlich. Was ich schon für Spiele gespielt habe in so einem Zustand. Also... Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich hab schon das Spiel viermal durch. Also. Wie gesagt, wenn das so sein soll, dass ich einfach alt werde, dann ist das so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Aber. Naja, gut. Kann sein. Weiß nicht. Oder God of War zum Beispiel. Da waren ja auch Quicktime-Events. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da so oft versagt habe. Vielleicht schon, könnte mich gerne berichtigen, aber... Weiß ich nicht. So, Columbia? War das Columbia? Ich glaube schon. So, ich vor lauter Ärger über die, über das gerade Geschehene. Nicht richtig aufgepasst. Das nervt mich wirklich, das nervt mich. Nicht nur jetzt, weil ihr zuguckt. Das ist jetzt nicht das Problem, weil ich denke mal, ihr werdet das verschmerzt können. Vielleicht fände ich ja sogar ein bisschen lustig. Aber das nervt mich sowas echt. Meldung gefunden. Beim Scan des Planeten Groma haben sie eine verwitterte Raumstation gefunden, die schon bald auseinanderzubrechen droht. Einem kleinen Bergungsteam ist es gelungen, einige interessante Objekte zu bergen. Darunter war auch ein Medaillon des Alariada-Ordens. Was mit dem Planeten? Dann machen wir die Asteroidengürtel. Unter Heter. Samarium haben wir entdeckt. Nephoron. Dort werden wir gleich landen. Clogia. Ne, Clogia. Ja. Sowas wie ein Gürtel. Das Lösungsbuch der Gnome liegen. Ich könnte jetzt nachgucken, ob hier
die Asteroiden befinden oder nicht, aber das wäre zu einfach. Die Asteroiden befinden sich da. Die Frage ist, ob man einen davon erkunden kann. Ich hätte eigentlich gedacht, dass in jedem Asteroidengürtel sich ein Asteroid befindet, aber irgendwie... Nö, ich rufe mal gerade nach. Warte mal. Kulam. Ne, tatsächlich. Sehr komisch. Naja, gut. Dann machen wir Servos den Garaus. Also nicht den Garaus, sondern den Garaus. So, da sind direkt Ressourcen auf. Ja, auf 12 Uhr ist es jetzt. Komm schon, Marco. Ja, 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 ja. Nein! Also, wenn ich jetzt bei der Ressource. Ich habe es auch vorhin auch geschafft, meine Ressourcen. Ich verstehe das nicht. Oder die Dinger variieren vom Schwierigkeitsgrad her. Oder dann lässt das Argument auch noch gelten mit der Müdigkeit. Dann ist das okay für mich. Aber jetzt, ich bin jetzt mal gespannt. Großes Torium vorkommen, ich verstehe es nicht. Dann muss der Schwierigkeitsgrad. Dann lasse ich das gerne noch gelten. Dann sage ich, okay, der Schwierigkeitsgrad ist extrem. Sturm hat wirklich ganz, ganz wenig Zeit. Und ich habe einfach nicht die Reaktion, die ich sonst habe. Das sehe ich ein. Aber auf die jetzigen Aufnahmen bezogen. Was war mit den 10 Parts davor? Das verstehe ich halt nach wie vor nicht. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich habe die richtigen Tasten gedrückt. Und trotzdem kommt. Dann infolgedessen kommt die Fehlermeldung. Es macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig, das Thema. Weil ich es einfach nicht verstehe. Weil ich Dinge gerne verstehe, aber das verstehe ich einfach nicht. Wie gesagt, ich habe schon so oft Spiele nachts gespielt und auch mit Quicktime-Events und über Ego-Shoot, da muss man auch reagieren. Da muss man auch, keine Ahnung. Ich spiele sowas ungern auf Spiele, weil man kann es ja auch nicht nachweisen. Also, aber es ist echt komisch, wirklich. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal duschen. Das, vielleicht werde ich dadurch ein bisschen wacher. Ich hoffe, ich nerv euch auch damit nicht, mit dieser Quicktime-Event-Thematik, aber es nervt mich einfach. So, Platin-Vorkommen. Jetzt sind wir natürlich mal alle gespannt. Das ist, ich. Nein, nein. Normalerweise müsste ich echt mal hingehen, ich müsste mir die Aufnahmen nochmal neu angucken und müsste mal... Davon ausgehend, dass der Schwierigkeitsgrad einigermaßen identisch ist. Wirklich mal die Zeit messen, sofern man die überhaupt messen kann. Das sind ja Bruchteile. Okay. Was machst du da? Die Zeit messen. Wie lange das jetzt gedauert hat, bis ich jetzt jeweils die Eingabe gemacht habe. Zu den Eingaben, die ich gemacht habe bei dieser Sonde. Wo ich 30 Anläufe gebraucht habe.
Natürlich werde ich dann, habe ich ja zugegeben, ich werde ja irgendwann dann auch nervös, natürlich. Und verdrückt mich einfach, weil ich zu hektisch werde. Aber das ist ja infolgedessen gewesen, weil ich einfach die ersten 6 Mal das einfach ja nicht hingekriegt habe und ich weiß warum. Also. Es ist aber schön, wenn man etwas nicht schafft. Es ist immer schön zu wissen, warum man es nicht schafft. Wo man ansetzen kann. Ups. Aber ich bin auch vom Controller bin ich auch, das ist ein anderes Thema jetzt wieder. Bin ich froh, dass das so gut funktioniert, weil, wie gesagt, der hat einmal, eine Zeit lang hat er diese Macke mit dem linken Stick gehabt. Aber jetzt irgendwie geht's. Keine Ahnung. Hier draußen bringt jemand Pappe weg. Und schneidet diese Pappe mit einem Messer auf. So. Weil es so lustig war und schön war. Können schon mal Wetten drauf abschließen, ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Okay, 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 okay. Sehe ich alles ein. Das sehe ich ein. Kleines Beryllium vorkommen. So, wo ist denn diese... Oh, ist noch ein bisschen was. Ich würde es gerne in diesem Part machen. Das ist immer so cool, wenn man Gespräche aus der Distanz irgendwie so ein bisschen mithört. Und dann einfach so versucht, die Zusammenhänge irgendwie zu entschlüsseln. Weil gerade zum Beispiel habe ich draußen gehört, eine Frau und ein Mann. Die Frau fragt, was hat sie gefragt? Ich vergesse, was sie gefragt hat. Wie ging das im Losgasgespräch? Achso, Auto, Mann, die Frau Auto, der Mann, nee, Motorrad. So, das war so der Dialog. Ja, finde ich cool. Gut, das war meine Schuld. Jetzt geht das schon wieder los. Auch? Die Nachbarn irritieren mich, weil die reden. Alter, ich krieg nichts mehr hin jetzt. Gut. Nee, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist... Ich bin auch jetzt einfach... Ich bin einfach zu hektisch jetzt. Das ist einfach so. Das gebe ich gerne zu. Ah, oh, es geht um Cocktailtomaten. Ah, Achtersachen will ich eigentlich nicht so gerne. So. Okidoki. Boah, ich hoffe, das will nicht bis Ende des Spiels so bleiben mit den, ne? Mit den Problemen hier, die ich habe mit den Quicktime-Events. Ich weiß nicht, ob noch irgendwelche wichtigen Ereignisse eintreten werden, wo man die Quicktime-Events dann auch quasi schaffen muss. Das wäre ziemlich doof, wenn es dann daran scheitert. Ist doch keinem aufgefallen. Es gab vorhin, wo man die Kaoko-Leiche gefunden hat, eine Sprachausgabe. Das ist eine Gurke hier, meine Herren. Oh, die lasse ich erstmal. Weil die werde ich nämlich zu Fuß killen. Ich gehe jetzt hier noch erstmal duschen, nach dem Part. Vielleicht werde ich dadurch ein bisschen wach. Ich habe richtig Bock aufzunehmen, das ist total krass. Mein Körper möchte eigentlich nur im Bett liegen, aber ich bin einfach, ich will aufnehmen. Okay, man kann nicht aussteigen. So. Okay, Tali.
Och, Kinders. Okay, mich verdrückt. Ich weiß es nicht. ID-Tag gefunden. Dieser Cerberus-Soldat hatte ein ID-Tag von Captain Varsind, einem der salarianischen Soldaten, die mit der Suche nach dem Salarianerorden beauftragt waren, bei sich. Wie er in Besitz dieses Funkstücks kam, bleibt ungeklärt. Gut, dann. Oh, wir haben alle Sammelaufträge abgeschlossen. Sehr, 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 sehr geil. Gut, dann werde ich jetzt mit dieser freudigen Nachricht diesen Part beenden. Und entschuldige mich bei euch dafür, dass ich das mit den Quicktime-Events, warum auch immer, nicht hinbekomme. Keine Ahnung, es nervt mich tierisch. Ich hoffe, euch nervt es nicht allzu sehr. Nicht, dass es ein Grund für euch wäre, jetzt vielleicht sogar das Let's Play zu beenden. Also das Angucken des Let's Plays zu beenden. Ja, im nächsten Part können wir aus dem Cerberus und danach Ausrüstung checken, umrüsten und dann begeben wir uns Richtung Noveria. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!